Ein fester Termin im Kalender aller Schwimmerinnen und Schwimmer mit und ohne Handicap ist der Wasserracup. Seit Jahren entwickelt sich die Veranstaltung der Berliner Wasserratten zu einem der am meisten besuchten Wettkämpfe der Hauptstadt. Die Schwimmzeiten sind super. Ich persönlich schwimme auch und ich muss sagen, die Kinder schwimmen so viel schneller. Es ist Wahnsinn, was die hier für Leistung zeigen. Es ist wirklich nur beeindruckend. Hochmotiviert gehen neben den lokalen Schwimmvereinen aus Berlin und Brandenburg auch Vereine aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein an den Start. Für ein internationales Flair sorgen darüber hinaus noch die Para-Geschwister Anastasia und Ivan Burda aus der Ukraine. Ich mag dieser Wettkampf. Ich kann schwimmen, trainieren, probieren, Schwimmzeit verbessern. Ganz stark im Kampf um die Podestplätze und Medaillen präsentieren sich die Schwimmer der Wasserratten. Insbesondere Finn-Jona Neuwirth weiß in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark mit starken Zeiten zu überzeugen. Auch national ist er erfolgreich unterwegs. Er gewann bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 4-mal Gold über je 50 und 100 Meter Freistil und Rücken. Für die Wasserratten zu schwimmen ist für mich toll, weil da kann man auch zeigen, dass man erfolgreich ist und erfolgreich werden kann. Ich hoffe auch, dass sie erfolgreich werden kann. Schnell nimmt Finn-Jona die Medaille für seine Topleistungen entgegen, bevor es für ihn an den Beckenrand geht. Denn parallel bestreitet seine 4 Jahre jüngere Schwester Melina ihren Wettkampf über 100 Meter Brust. Und wie es sich unter Geschwistern gehört, muss natürlich angefeuert werden. Das sind Momente, die so schnell keiner vergisst. Ich habe ja schon früher angefangen mit Schwimmen und bin ja schon etwas länger dabei. Und dann hat sie sich das von oben immer angeschaut auf der Tribüne und ist dann auch irgendwie in den Verein gekommen. Volle Familienpower gibt es auch bei Kaspar und Julius Jansen vom SSC Berlin-Reinickendorf. Schließlich sichert sich der ältere Spross Kaspar über 100 Meter Brust die Bronzemedaille. Ganz knapp verpasst dagegen sein jüngerer Bruder das Podest. Doch für die Geschwister ist das keine große Sache. Für sie zählt nur eins, der Zusammenhalt untereinander und die gemeinsame Leidenschaft am Schwimmen. Es ist immer, finde ich, relativ spannend, auch seinen kleinen Bruder schwimmen zu sehen. Und auch so, ich sag mal, so ein bisschen sich selber auch darin zu sehen, weil man weiß, dass man vor ein paar Jahren auch genau an der Stelle war. Schon jetzt ist die Vorfreude, und nicht nur bei den Geschwisterpaaren ist das so, auf den nächsten Wasserracup besonders groß, denn dort wollen alle Schwimmerinnen und Schwimmer mit und ohne Handicap wieder bestmögliche Ergebnisse abliefern.